Hilfe, Überfall! Ach, du bist ja nur ein Kind. Wieso sollte der Angst haben, dass er überfallen wird? Guck dir den Muskelprotz hier an. Den Wanderer. Wanderer, das wird natürlich schwierig. Wanderer sind nämlich hauptsächlich Typ Gestein-Pokémon-Trainer. Und ich bin immer so der Fan von Wasser-Pokémon gewesen, habe immer Wasser-Pokémon dabei gehabt. Feuer-Pokémon sind natürlich scheiße, wa? Aber wir haben ja hier unser Killer-Smetbo, was im Moment gerade Level 15 erreicht hat und Giftpuder erlernt hat. Giftpuder ist ein Puder, das ein Pokémon vergiften kann, wenn es trifft. Also da ist die Genauigkeit ein bisschen geringer als bei den anderen Attacken, aber wenn es trifft, dann trifft es und vergiftet es. Und ich sehe gerade, Konfusion können wir gerade nur noch dreimal einsetzen. Scheiße. Wir sollten bald aus dem Mondberg fliehen. Obwohl, wir haben ja noch Blutex so, aber dann sollten wir auch gucken, dass wir keinen Gesteintrainern mehr entgegenkommen. Ich sag doch, mit Smetbo hätten wir wirklich leichtere Karten gehabt gegen Orko, aber wir haben es trotzdem geschafft. Wow, du hast mich total überrumpelt. Gut, ne? Oh, hahaha, das habe ich noch gesehen. Das möchte ich natürlich noch mitnehmen. Mondstein. Gut, der ist selten. Hilft manchen Pokémon bei der Entwicklung. Es gibt nämlich auch Pokémon, die können nur durch bestimmte Evolutionssteine entwickelt werden. So, wir haben nur noch dreimal. Oder zweimal? Einmal. Scheiße. Naja. Komm. Das war deine letzte Attacke, Smetbo. Jetzt wechseln wir dich mal aus. Du hast jetzt mal eine kleine Ruhepause verdient. Dafür kommt Bibo wieder. Blutexo ist noch überhaupt nicht erwischt worden. Der Glückspilz. Hat aber auch am wenigsten, glaube ich, gekämpft, kann das sein? Weiß es gerade gar nicht. Oh, okay. Jetzt kommt Team Rocket. Geh, Erwachsene, nicht auf den Wecker, du Nervensäge. Ich weiß nicht, wieso ich gerade dieses Geh so betont habe. Egal. Radikal, wow. Die Weiterentwicklung von Radfratz. Alter, das Bild sieht so, so erschreckend aus. So, das war Hyperzahn, das war unser Biber. Shit, Grom. Okay, Glutex hat ein bisschen was abbekommen, aber egal. Ist immer noch stärker. Hyperzahn ist so eine mächtige Attacke. Schaut euch das an, wie viel die abzockt. Okay, Ruckzuckpi. Alter, radikal. Hau mir nicht hier jetzt gerade die Bremse rein. Das wird knapp, das wird knapp, das wird sehr knapp. Okay, ich hasse Radikal ab sofort. Scheiß Pokémon. Ich bin sauer. Ja, ich auch. Stell es dir vor, weil ich muss jetzt meine Tränke benutzen, weil ich habe jetzt keine Lust, nochmal zurück ins Pokémon-Sender zu wandern. Komm, einer noch. Dann passt es schon. Bibo kann man leider nicht mehr helfen. Das ist besiegt, das müssten wir mit einem Beleber wiederbeleben oder halt im Pokémon Center wieder aufpäppeln. Also es ist nicht tot, aber es ist jetzt halt kampfunfähig und wird sich erst wieder entweder durch einen Beleber oder durch ein Pokémon Center wieder erfrischen lassen. Alter, ich stehe direkt vor einem Team Rocket Mitglied, was wahrscheinlich gleich gegen mich kämpfen würde. Ich bin in ein wildes Pokémon reingedonnert. Was ist denn jetzt los? Also das ist mir jetzt auch noch nie passiert. Vielleicht mal ein Feld direkt daneben, aber das war's dann auch. Ich verstehe nicht, wie man sich selber verletzen kann. Ich meine, wie macht man das? Haut man sich dann selber hier so eine Backpfeife oder? Ich verstehe das nicht. Das ist schon wieder. Es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Wie kann das denn bitte schön passieren? Ich verstehe es nicht. Glutexo, weh, du tötest dich jetzt selbst. Wenn es das noch einmal passiert, dann, gut, ich dachte schon, Glutexo begeht Selbstmord. So wäre es natürlich auch gewesen. Supi, wir vom Team Rocket werden die Fossilien finden, die Pokémon wiederbeleben und teuer verkaufen. Wusstest du doch, dass es hier um die Fossilien geht im Mondberg? So, was hast du denn?
Okay, Radfratz geht natürlich noch. Können wir tauschen? Ich... Scheiße. Bibo ist ja kampfunfähig. Ja, du kämpfst bereits. Es wird knapp gerade, ich weiß. Okay, so ein Rundenschlag hier jetzt angerichtet wird, habe ich da keine Bedenken. Alter, das Geräusch geht mir auf die Nerven. Nein, ich tue jetzt nicht tauschen. Ich gehe bis zum bitteren Ende durch. Einmal noch. All dieses Bidu, 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 das nervt. So, hau weg. Level 20. Cool. Gott, das gibt es nicht. Doch, das gibt es. Habe ich mich im letzten Part darüber beschwert, dass wir so vielen, dass wir so wenig wilden Pokémon begegnet sind? Ich nehme diese Aussage jetzt zurück. In den Höhlen ist es ja extrem. Stopp, Hände weg. Wer zuerst kommt, macht zuerst. Die Fossilien gehören mir. Du Ego. Ach ja, ein Streber. Dann verstehe ich auch die Aufregung hier. Slimer. Erschreck mich nicht. Slimer sieht wirklich schleimig aus. Und es, ja, supi, mein Blut wurde blockiert, das ist toll. Ja, super. Aufpassen. Ja, sonst benutze ich halt jetzt gleich nochmal einen Trank, weil bevor mir hier Glutexo stirbt, sagen wir mal. Es ist natürlich blöd, warte mal, Item. Nein, 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 nein. Ihn hier. Dann ist auch das Gebüde da weg. So, Voltoball trifft natürlich nicht mit seinem Tackle, das ist gut. Unser Blut ist immer noch blockiert. Gerade Schrei, au! Verteidigung sinkt. So, Blut wird nicht mehr blockiert, das ist gut. Aber Voltoball ist eh tot. Bye bye. Smogon. Bäh. Ein pures Gift-Pokémon mal wieder. Obwohl es könnte. Nee, es ist nur Gift. Es ist Typ Gift. Also ich sage immer pures Gift, weil es nur ein Typ ist. Na gut, ich gebe dir eins ab. Na, das ist sehr nett. So, welches darf ich nehmen? Das Helix-Fossil? Oder das Dom-Fossil? Oh, scheiße, 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 Dom-Fossil. Man erhält das Dom-Fossil. Cool. Okay, dann gehört das hier mir. Ist doch nett. Auf der fernen Sinnoh-Insel gibt es ein Pokémon-Labor. Dort versucht man aus Fossilen Genmaterial-Pokémon zu schaffen. Ist doch cool. So. Na. Ich hasse wilde Pokémon. Ein Paras? Ich glaube, das möchte ich mir fangen, weil Paras ist ein Typ Pflanze und Käfer-Pokémon. Und in der Hinsicht, glaube ich, auch relativ selten, kann das sein? Oh. Toll. Ein Volltreffer. Die Träume sind geplatzt. Ja, so schnell geht's, wa? So, wir sind draußen. Route 4 Mondberg Azuria City. Wir sind da. So. Einfach mal hier runterhüpfen. Na, mal gucken, warum ist hier niemand? Ist ja langweilig. Ist ja wirklich langweilig hier. So, willkommen in Azuria City. Schön. Hallo. Du erstellst eine Enzyklopädie der Pokémon? Das klingt lustig. Ja, gell? Finde ich toll. Ich hätte gerne ein rotes Fahrrad, aber ich würde nicht damit fahren, damit es nicht schmutzig wird. Dann kauf dir keins. Fahrradladen. Fahre leicht und schnell mit dem Rad durch Höhlen und Gras. Ja, dann guck mal doch mal in den Fahrradladen rein. Die Fahrräder sind ziemlich cool, aber unheimlich teuer.
Ich möchte ein Hollandrad kaufen. Ein Mountainbike hat keinen Gepäckträger. Hallo, willkommen im Fahrradladen. Wir haben garantiert das richtige Fahrrad für dich. Das ist unser bestes Fahrrad. Möchtest du es haben? Ja, ich bin ja natürlich auch bekloppt und bezahle für... wie viele Nullen sind denn das? Ich sehe das von hier nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, natürlich. Also, wir suchen uns doch mal wieder. Ganz ehrlich, wie kann der sich denn überhaupt noch hier über Wasser halten, wenn der so teuer diese Fahrräder verkauft? Der Busch vor dem Laden steht im Weg. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Vielleicht. Aber nur vielleicht. So, erstmal die Pokémon heilen, die sehr leiden mussten. Vor allem, Glutexo war hier wirklich unsere Rettung. Und Smetbo hat richtig reingepaut und Bibo leider nicht. Hat man dir schon von Bill erzählt? Jeder nennt ihn den Pokémaniac. Aber ich glaube, die Leute sind bloß neidisch auf Bill. Wer würde denn nicht mit seinen Pokémon prahlen? Ich? Bill besitzt viele Pokémon. Er hat einige sehr selten in seiner Sammlung. So cool. Dieser Bill, ich hörte, er für seltene Pokémon würde er alles tun. Kann doch sein. Mein Gott, wer mag nicht seltene Pokémon? Azuria City, eine mysteriöse blaue Aura umgibt die Stadt. Eine mysteriöse blaue Aura, also ich sehe alles gerade nur blau. Man kann schon sein, ja. Lamus bummelt herum. Das ist doch schön. Okay, Lamus, setze Ultraschall ein. Los, mach schon, Lamus. Naja, Lamus ist lahmarschig. Du bist auch ein Trainer? Zu sammeln und zu kämpfen ist nicht immer so leicht. Ich weiß. Azuria City Pokémon Arena, Arenaleiterin Misty. Die gruselige Allee. Gruselige Arenaleiterin? Das ist eine Wasser-Pokémon Arena. Warum ist sie gruselig? Also. Naja. Mein Mann tauscht für sein Leben gern Pokémon. Bist du auch ein Sammler? Willst du bitte Pokémon mit ihm tauschen? Wenn es was ist, was ich möchte. Hallo, willst du ein Quapuzzi nicht gegen eine Rosanna tauschen? Würde ich gerne, aber nein. Rosanna ist ein Psycho- und Eis-Pokémon und Quapuzzi ist ein Wasserkampf. Ne, nur Wasser und es wird dann Kampf. Nur sehr begabte Trainer tragen Pokémon an. Wie ich sehe, bist du bereits Träger eines Ordens. Die Orden sind geheimniswurmt, also dann. Über welchen der 8 Orden soll ich dir etwas erzählen? Quellorden. Pokémon bis Level 30 folgen deinem Befehlen. Pokémon höherer Level gehorchen jedoch nicht. Ferner kannst du den Zerschneider außerhalb von Kämpfen benutzen. Ja, erfahren wir halt, bis zu welchem Level uns die Pokémon gehorchen und was für eine versteckte Maschine, also VM, wir benutzen könnten. Kommt mir da irgendwie rein, nö, ne? Ein schöner kleiner Garten halt. Ich überlege gerade, ich glaube in Azuria City konnte man die Angel damals holen. Ich weiß es nicht mehr. Ich sollte öfter solche alten Spiele spielen. Die Leute hier wurden beraubt. Das Team Rocket steckt hinter dem abscheulichen Verbrechen. Sogar die Polizei ist gegen das Team Rocket machtlos. Ja, guck mal, da hinten ist einer. Du Vollhorst. Okay, das war's dann für heute, würde ich sagen. Wir machen dann beim nächsten Mal hier weiter und kämpfen gegen die Arenaleiterin von Azuria City. In dem Fall ist es Misty. Warum? So, danke, du Bimbo. So, also gut. In der nächsten Aufnahme geht es dann in die zweite Pokémon-Arena rein. Und wir werden uns wahrscheinlich noch sehr oft gegen Team Rocket stellen müssen. Schließlich haben sie es ja auch hier in Azuria City wieder ein bisschen chaotisch hier. Habt ihr ja gesehen. Auf jeden Fall sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ich weiß, wenn ich das nächstes Mal sage, wird mich noch irgendjemand töten. Also sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.